Ich war auch hart am Überlegen, hier, wie heißt das, Nightingale zu spielen. Falls dir das was sagt. Aber das war mir dann doch ein bisschen sehr komisch. Oh ja, auf jeden Fall. Na, ich hatte direkt auf. Ja, habe ich auch gerade gemerkt, ich hätte direkt auf dem Planeten bleiben können. Das habe ich aber erst zu spät gesehen. Hattest du Starfield gespielt? Okay, aber das passt. Ich würde es feiern. Würde es einen Raumschiff-Building-Ding geben wie in Starfield hier in No Man's Sky. Dafür ist die Engine wahrscheinlich überhaupt nicht gemacht, aber ich glaube, das wäre sowas von cool. Ja. Oh, cool. Fische. Open World war das für mich auch nicht. Hey. Oh, Unterdrückungsmaß. Oh, okay. Und was ich glaube ich auch noch ein bisschen, bisschen feiern würde, wäre auch Innenraum. Ja, ich wollte gerade wegrennen. Also, dass du, wie kann man das sagen? Also, was ich glaube, da wird ein richtig harter Suchtfaktor reinkicken. Raumschiffbau. Frachterbau, so wie du den haben möchtest. Und Stationsbau. Ich glaube, das wäre auch übertrieben genial.
Okay. Vielleicht sollte ich dann doch noch mal woanders hinfliegen. Ich dachte, das sah cool aus. Ha. Und das hier habe ich in Starfield vermisst. Dass du so nicht einfach über den Planeten fliegen kannst. Ups. Nee, Salz will ich nicht. So. Oh ja. Das mit dem Scannen habe ich auch schon wieder völlig vergessen.
Oh, vielleicht hätte ich die nicht abreißen sollen. So. Komm schon. So. Schleierhaften hinterlegten Slots sind Turbos. Okay. Gucke ich gleich mal. So, ich habe mal eben eine kurze Frage. Ich mache gleich mal eben die Musik aus. Hast du dann ein Rauschen? Also außer vom Spiel jetzt. Also jetzt zum Beispiel. Ich gerade nicht weiß, ob das über einen Kopfhörer kommt oder übers Spiel, weil ich hier irgendwie mit zig Kabeln hin und her Ton geleitet habe. Also du hast jetzt kein Hintergrundrauschen. Okay. Dann gibt es jetzt wieder Musik. 3, 2, 1, Kopfhörer leise machen. Nice, auf dem Weg zum ersten Treffpunkt der Expedition. Das finde ich cool. Oh Gott. Was? Digi Digi Hole. Okay. Also war Windrose hier.
Ja, fällt gar nicht auf, dass das hier eine Seuche ist. Okay. Wie hat es jemand geschafft, da oben eine Basis hinzusetzen? Ah, okay. Okay, werde ich mal machen. Okay. Okay. Ich gucke mir das hier alles noch ein bisschen an. Oh, Erweiterungsslots bekommen. Nice. Okay, dann lass uns eben den Planeten scannen. Oh. Das war ja schnell. Ich hatte mit mehr gerechnet.
Was ist denn ein Begleiterei? Was zur Hölle? Okay. Seit wann kann man denn Haustiere haben? Oh, sorry. Ich wollte irgendwas abchecken. Okay, das sieht gut aus. Sorry, sorry, sorry. So. Und das ist jetzt der Treffpunkt. Haben wir denn alles abgearbeitet? Okay, Phase 1 abgeschlossen plus alle Meilensteine. Oh, ja, wie gesagt, ich habe vor 3 Jahren gespielt oder so, oder 4. Haimaki Yoshisha, Wissen erfuhr dort Torfumeo Eo Vetesiano, Vanitis Achai Helisium Gattla. Ah. Das ist offensichtlich nicht der Treffpunkt. Ah, und jetzt? Muss ich hier Phase 2? Ah! Okay. Okay.
Ah, okay. Atlasstation. Kann ich nicht hinwarpen. Kann doch hinworben. Wer kann denn ahnen, dass ich Tankfüllung bekomme? Also. Dann reisen wir ins nächste Abenteuer. So, Expedition, was gibt es denn hier? Eine Atlas-Schnittstelle erweiterte deine Realität. Asteroiden abbauen, deine Basis dekorieren, ein schwarzes Loch betreten, Wunderprojekt in deiner Basis bauen, erreiche den zweiten Treffpunkt. Treffpunktwelt erreicht, okay. Dann jumpen wir da mal eben fix hin. Dann gucken wir weiter.